Gebiet. Man weiß nie, wann man dran ist. Hey, du. Hast du Stunden vorhin gesehen? Hilfe! Rette mich! Ich sterbe. Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Interessant.
Almosen, Almosen, für Brot. Ich bitte euch, gute Leute. Nein. Zieh es mir in die Länge. Brot. Du beschäftigst. Mein Papa mag Elfen nicht so. Ja? Hey, Hüpfer. Guck mal, guck mal. Verdammter Hexenfreund. Kackärschiger Köter. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhard wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht. Und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhard gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Hast du Stunden vor?
Ein schöner Kessel mit ranzigem Fett. Die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt? Wie konntest du nur? Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Angeblich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Was soll ich denn jetzt machen? Warum? Oh! Ah. Ein Kunde mit Verstand wird sofort sehen. Was macht Kuren eigentlich genau? Tja, mein Papa jetzt. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Und? Hat er die Reparatur geschafft? Nein, er hat gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Er würde jetzt Dödel verkaufen. Jonas hat geschworen, dass es Hattoris Werk ist. Kann mit Garantie. Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Donnerwetter. Woher weißt du? Machst du 40? Ich bin... Geralt. Ist mir eine... Ich such... Ich war... Danke. Verdammt. Es mag... Versteh... Hast du mitfahren? Ich will... Du vermitt... Diese... Ich soll... Begleiter? Ja, der... Er hat ein... Darf ich? Vergiss... Ich brauche... Und... Ich will schick mein... Prügel... Die Dame mir fehlt die Berührung einer Frau. Ja. Scheiße. Ach, deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung des ewigen Feuers. Weißer, schau mal hier drüben. Aufmachen. Solange die Schwarzen die Freischärler durch die Kettwener Wälder jagen, so lange ist Novigrad sicher. Hm? Was hast du anzubieten? Bis dann. Solange die Schwarzen die Freischärler durch die Kettwener Wälder jagen. Meine Achse.
sei gegrüßt. Rettet uns vor dem Bösen! Ich habe dich bei Chapels Verbrennung gesehen. Irgendwas in dir nicht. Pass bloß auf! Was hast du denn da? Bis dann. Zuletzt war ich so schlimmlich vor dem nicht. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Was hast du im An? Bis dann. Soll ich dir was schärfen? Ich... Bis dann.